Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Frohen zweiten Advent wünsche ich euch. In diesem Video geht es jetzt klassischerweise um ein weihnachtliches Gewürz. Ich habe ja vor, letztes Jahr war das, ganz viele Videos zu weihnachtlichen Gewürzen gemacht. Hier die Thumbnails! Genau, in diesem Video rede ich mit euch über Muskatnuss, das sind diese lustigen Nüsse, und Muskatblüte. Was ist der Unterschied? Was hat's gemeinsam? Das erfahrt ihr in diesem Video. Der Name der Muskatnuss leitet sich ganz schön her. Es kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie nach Moschus duftende Nuss. Ich weiß auch nicht, wie ungefähr Moschus riecht. Was ist auf jeden Fall eine Muskatnuss? Das ist der Samen des Muskatnussbaumes, eines immergrünen tropischen Baumes. Der Muskatnussbaum, Myristica fragrans, wobei fragrans für duftend steht, ist ein immergrüner tropischer Baum, ungefähr aus dem Südpazifik. Die Molokken sind da wieder das Heimatgebiet, wobei ich schon mal eine Zimmerpflanze hatte, die auch aus den Molokken kommt. Wenn ihr es noch wisst, schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall wird sie sehr groß, zwischen 5 und 18 Meter, und die Frucht ist vergleichbar mit einer Walnuss, mit einer dickwandigen Walnuss, eben ein bisschen was Fleischiges außenrum, dann einen sehr, sehr großen Kern und drunter eben dieser sehr, sehr große Samen, wie ich finde. Die Top 3 Anbaugebiete der Muskatnuss sind Guatemala mit 38% Anteil, Indonesien mit 36% Anteil und Indien mit 16% Anteil. Dann kommen wir zur Muskatblüte, denn das ist wirklich interessant. Das ist nicht die Blüte des Muskatbaumes, es ist nämlich die, frisch schaut es so rötlich aus, der Samenmantel der Muskatnuss. Frisch eben rot, getrocknet eben so gelblich-bräunlich. Ebenfalls gibt es das auch gemahlen. Ich habe das jetzt bei, wo habe ich es gekauft? Bei Kaufland. Ich war ungefähr in 4 verschiedenen Läden, bei Lidl, Rewe und Edeka. Und normal ist ja Kaufland, finde ich persönlich, der größte Drecksladen, zu viel Auswahl. Und da gab es es und ich konnte es kaufen, um es mit euch zu besprechen. Es wird ganz ähnlich verwendet wie eben eine Muskatnuss, weil es auch vom Aroma sehr gleich sein soll. Apropos Verwendung, Muskat im Allgemeinen wird als Gewürz, Aphrodisiakum, Heilmittelchen in der Heilkunde und auch als Droge verwendet. Als Gewürz klassischerweise in Suppen, Soßen, in Fleischgerichten, in Kartoffelgerichten, ganz klassische Kombination, Kartoffelbrei oder andere Kartoffelgerichte und Muskatnuss. Es ist aber auch ein weihnachtliches Gewürz. Es ist vor allem in Lebkuchenmischungen drin, aber auch in anderen Gewürzmischungen. Muskat ist aber auch Rauschmittel und Droge. Verantwortlich ist das ätherische Öl, Myristicum, das enthalten ist. Um einen Zustand zu bewirken, sollte man so, kann man so, Warnung an euch, 5 bis 30 Gramm zu sich zu nehmen. Ab 3 Nüssen Verzehr, was schon richtig viel ist, das ist auch richtig intensiv, wird es gefährlich. Es hat relativ große Nebenwirkungen, Übelkeit, Erbrechen, Angstzustände, Bedrohungszustände. Und das ist halt wirklich nicht so ganz toll. Da macht die Droge, die Dosis das Gift sozusagen. Muskatnuss wird auch in der Heilkunde verwendet, denn es soll antiseptisch und desinfizierend sein. Es hilft definitiv gegen Durchfall. Diese Wirkung wurde in Studien bestätigt. Und es soll ein Schmerzmittel sein, ein sogenanntes Analgetikum. Apropos Analgetikum, es ist auch ein Aphrodisiakum. Es soll anregend wirken, gerade in der Weihnachtszeit, wenn alles dunkel ist und man sich näher kommt und man Lust verspürt. Ja, probiert's aus! Jetzt noch die große Frage, gibt's geschmackliche Unterschiede auf meinem Teller? Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Links habe ich mir gerade ein bisschen Muskatnuss selber gerieben, meine frische Muskatnuss. Und links dieses sehr, sehr orangene, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist eben die Muskatblüte. Ich probiere es mal. Ja, schmeckt nach Muskatnuss, die Muskatnuss. Würzig,
leicht bitter, leicht scharf, würde ich sagen. Und jetzt die Muskatblüte. Sehr viel. Ich finde, da sind irgendwie mehr ätherische Öle enthalten. Wow, das ist irgendwie viel intensiver. Geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ich glaube auch in so eine bisschen Richtung von Kardamom. Auch so ein bisschen was von Eukalyptus. Aber nur leicht. Ja, why not? Okay, und das war das Video zu Muskatnuss und Muskatblüte. Hat es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Haut's rein. Wir sehen uns mittwochs zu Tisch. Cranberries, glaube ich, gibt's da. Tschaußen!